Bin ich eigentlich dumm? Ich habe gerade eine Heilpflanze aktiviert und heil mich nicht, obwohl ich nur ein Leben habe. Ich liebe es, wie das Spiel einem die ganze Zeit so dieses Gefühl gibt. Hä, wie soll das denn jetzt gehen? Wenn du schon so lachst, du kleiner Eumel, gleich richtig, gleich gibt's richtig. Ja, total krass. Achte gar nicht auf mich, ich gehe nur ein bisschen schwimmen. Magst du nicht mitkommen, Schnitter? Nein? Sicher ein weiser Entschluss. Ehrlich gesagt hätte ich dann versucht, dich zu ersäufen. Siehst du wohl, ich bin ganz aufrichtig. Das muss doch irgendwas zählen. Was meinst du, Waffenstillstand? Nein. Mal kurz schauen, wieder so ein kleiner Geheimgang oder was? Also, was heißt Geheimgang? Es war ja schon relativ offensichtlich, dass man hier lang gehen kann. Ach, guck mal, ja, tatsächlich. Jetzt haben wir hier aufgemacht. Cool. Hier muss ich mich noch ein bisschen umgucken. Okay, hier gehen mehrere Fackeln an. Gehen die auch wieder aus? Ah, guck mal. Ja, sie gehen tatsächlich auch wieder aus. Ja, okay, dann machen wir das aber so. Sehr gut. Alright. Haben wir den Schlüssel auch bekommen? Damit können wir gleich oben das Schloss aufmachen. Da war nämlich noch eins. Vielleicht ist hier dann auch wieder ein kurzer Fight. Ja, nee. Wie ich bereits sagte, Piepmatz. Falls du mich entthronen willst, hast du Pech. König der Sümpfe, so nennt man mich. Seit ich an der Macht bin, ist der Sumpf aufgeräumt worden. Und jetzt floriert hier das Leben im Wasser. Diese Waldkinder und ihre Mutter standen einfach dem Fortschritt im Wege. Das war gar nicht persönlich gemeint. Ich passe mich nur der Welt an, die ihr erschaffen habt, du und deine Lords. Hast du gesehen, wie es da draußen aussieht? So ein Kuddelmuddel, ein Ödland. Seit deine Kommission das System dicht gemacht hat, kommen kaum noch neue Seelen in diese Welt. Ganze Arbeit, Piepmatz. Beruhige dich. Junge, Junge, hier stinkt es echt zum Himmel. Ha, lol. Da komme ich jetzt gerade noch nicht hin, glaube ich. Ja, hier geht's jetzt nochmal ab. Wieso lasse ich mich davon hitten? Das. Oh, Alter. Das ist ja mal richtig schlecht. Ist der gerade saufen gegangen? Ist er sauft. Ist er sauft. Er ist gerade schwimmen gegangen. Ich glaube nicht, dass er das wollte. Ich habe Angst. Ein Hit und ich bin tot. Hey, jetzt zwei davon? Ah! Drei? Was? Nein! Nein! Tod. Wie frech dieser Todesbildschirm ist. Boah, der hätte mich auch schon mal wieder getroffen. Eieiei, das war knapp. So, jetzt befreien wir die Seele. Das ist Nummer 3. Wir verrotten für immer in diesem Kerker. Hier unten gibt es nichts als Dreck, Unrat und kleine Frösche. Mal gespannt. Bei der Hexe haben die Krähen bei der Forschung geholfen. Bin mal gespannt, was die hier gemacht haben. Okay, hier komme ich später erst rein. Was ist hier? Hier kriegt man auch wieder einen Schlüssel. Ui. Oh, jetzt muss ich aufpassen hier. Okay, aber da unten ging es auf jeden Fall zu noch mehr Seelen. Die kann ich auch nachher auf jeden Fall gebrauchen. Okay, hier kann ich aber gerade nichts anderes ausrichten, oder? Doch, kann ich wohl. Boah. Sehr schön. Nehme ich mit. Bin ich eigentlich dumm? Ich habe gerade eine Heilpflanze aktiviert und heil mich nicht, obwohl ich nur ein Leben habe. Also ja, ich bin dumm. So, was wird denn hier oben sein? Ach, guck an. Hier sind wir. Cool. Und da kriegen wir den... Oh, wir kriegen einen Hammer. Ich stehe auf so richtig langsame Waffen, ne? Aber die richtig reinhauen. Da werde ich mich, glaube ich, sehen. Wie kommt man denn da jetzt gleich dran?
Ich glaube, da kommen wir noch gar nicht dran. Naja, da werde ich noch ein bisschen warten müssen. Aber den Hammer, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Den gönne ich mir nachher richtig. Aber erstmal müssen wir hier oben lang, glaube ich. Und da werden wir auch gleich an den Hammer kommen. Uns stehen nur noch ein paar Gegner im Weg. Wie zum Beispiel diese kleinen Schnapppflanzen. Säcke. Okay, dann gehen wir mal oben lang. Hui. Guck mal an, noch schau. Kommen wir denn da hoch? Wo sind wir denn jetzt? Ach, wie krass. Das ist ja super cool gemacht. Nice. Kann man quasi von außerhalb des Levels, kommt man in das Level nochmal rein. Also sowas hat es bei Zelda auch nicht gegeben, ne? Dass du, oder vielleicht in kleinerem Maße, dass man irgendwie aus der Oberwelt dann... Wie kommt man jetzt hier hin, bitte? Dass man aus der Oberwelt in die Level reindroppen kann oder so. Habe ich auch noch nicht gesehen. Da war noch ein Schrein. Wie soll man denn da hinkommen? Ich liebe es, wie das Spiel einem die ganze Zeit so dieses Gefühl gibt. Hä, wie soll das denn jetzt gehen? Hä, und wie wird das denn jetzt gehen? Und was denn hier jetzt los? Voll gut. So, hier kriegen wir bestimmt gleich den Hammer. Ja, wir droppen jetzt zum Hammer runter. Hammer in 3, 2, 1, meins. I knew it. Du hast den Donnerhammer gefunden. Junge, wir sind einfach Tor jetzt. Diese Waffe knistert mit einer einzigartigen Seelenenergie. Du kannst dich im Waffenmenü mit ihr ausrüsten. Das machen wir jetzt auch mal. Oh ja. Geil. Trifft das auch Gegner tatsächlich in der Nähe? Ah, und mit dem Hammer kann man jetzt selber diese Wände kaputt machen. Oh, bestimmt. Nice. Quasi ein AOE. Boah, Junge, der knallt ja richtig rein. Och, mach schon auf jetzt hier. Ich dachte schon, das geht. Oh, Vögelchen kommen selber. Aha. Hä? Schlauer Diener. Oh, Vögelchen kommen selber Käfig wie ich. Fetter Frosch einsperren. Achso, okay. Fetter Frosch einsperren Diener, weil Diener schlau zu viel. Diener haben gute Ideen. Fetter Frosch das nicht mögen. Diener nicht wollen tragen Maske Fetter Frosch. Fetter Frosch nicht einsehen, Diener eigene Person. Verstehe? 6 Sätzen. Wo kann ich denn jetzt als nächstes lang? Muss ich das jetzt hier irgendwie... Ach, hier ist aufgegangen. Nee, doch nicht. Geht's jetzt hier lang? Ach, hier ist das Ding. Das habe ich ja gerade eben komplett übersehen. Ja, diese langsamere Waffen, die liegen mir auf jeden Fall eher. Einen Schlag machen, schnell wegdodgen. Ich denke, eine Welle kommt danach noch, wieder mit irgendwie 3 Rittern. Und dann haben wir es erstmal. Oh nein. Nee, doch nicht. Das war es jetzt schon. Ja, besser ist das. Ich glaube, viel länger hätte ich es auch nicht mehr gemacht. Oh, wie da immer die Skelette rumliegen. Das ist irgendwie voll traurig. Der Lord der Türen hat im Alter den Überblick verloren. Wie konnte er es zulassen, dass unsere Türen plötzlich nicht mehr funktionieren? Ja, das war... safe abgekartetes Spiel. Ein Leben nur noch. Haben wir hier irgendwo noch einmal Heilung? Ja, da, tatsächlich. Hallo jetzt, ihr drei. Guck mal, die sind voll süß. Sind die nicht voll süß? Oh. Süß. So, wo geht's jetzt wieder zurück? Hier ging's, glaube ich, zurück, ne? Mhm. Ja, genau, hier ging's zurück. Glaube ich. Zumindest. Meine schon. Ah, warte. Weißt du, was ich vergessen habe? Hier geht es nämlich bestimmt rein. Kann man das... Gibt es hier irgendwo eine Pflanze, die man aktivieren kann? Kann man das irgendwie treffen? So? Wahrscheinlich nicht. Man muss selber diese Explosion haben. Sonst kommt man da nicht hin. So, aber dann wollen wir mal die Tür aktivieren.
Sei auf der Hut, lebender Schnitter. Oder kriegt man jetzt hier erst die Fähigkeit? Ach, jetzt kriegt man sie hier erst, ne? Hier kriegt man jetzt die Fähigkeit, ja. Er hat's schon kommen sehen. Der Vogel hat's einfach schon kommen sehen. Hat sich schon so... Nein. Habgier? War das nicht vorhin auch Habgier? Okay, direkt am Anfang schon mal zwei dumme Dinger gehauen. So, gib mir den nächsten Ritter. Ne, doch kein Ritter. Oi, 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 oi. Wie schnell möchtest du schießen? Ja. Wie viel Leben hat er bitte? Scheiße. Oh, Junge, 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 das ist echt nicht einfach. Stell dir vor, da wäre jetzt noch in der grünen, man würde irgendwie Leben verlieren in der grünen Wolke. Oh, noch eine? Was ist er denn jetzt? Ja, okay, wenn man nicht weiß, was dieser grüne Zauberer macht, dann kann das mal passieren. Ja, komm. Nochmal. Let's go. Oh, wie scheiße. Oh, ich habe schon 750 Seelen. Ach, du meine Güte. Direkt wieder eine gefangen. Noch eine. Boah, diese Ritter, damit komme ich nicht klar. Ah, okay, komm, dann töte mich jetzt. Ah, nee. Also so früh nur mit einem Leben. Ich glaube, das wird zu happig. Komm nochmal. Jetzt aber. Jetzt wird's was. Ah, sagt er und wird wieder gehittet. Aber ich vergesse auch dauernd, dass der Ritter einen Fernkampfangriff hat. Okay, und den auch sofort als allererstes plätten. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn man in dieser grünen Wolke stehen bleibt, bekommt man an der Zeit Schaden. Also sonst würde der Bildschirm nicht so komisch grün werden dann. Boah, das war wichtig, glaube ich, dass der zuerst gefallen ist. Oh, bitte nicht. Okay. Okay, er ist down. Komm, er noch. Nice. Oh, Junge, 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 Junge. Und wir haben da 800 Seelen zusammen. Das war happig, Freunde. Ja, jetzt kommt bestimmt irgendwie Blitzbombe oder sowas. Ein Geschenk von Krähe zu Krähe, das dir bei deiner nächsten Mission helfen soll, bei deiner Mission helfen soll. Wie viele Augen er einfach hat. Komm, gib deine Krone. Bombenzauber erhalten. Drücke rechts, um Bombenzauber zu wechseln. Was kann ich jetzt machen hier? Ja, und wenn es dann trifft, genau, dann macht's bumm. Kurz gucken, wie viel verbraucht das denn eigentlich? 2. Ja, okay, das wird auch dementsprechend an Schaden machen, ne? Ach, guck mal, hier ist der Aufzug vom Anfang. Aber wir gehen erstmal oben lang. Oh, können wir das hier oben jetzt auch machen? Okay, können wir auch machen. Aufheben, 900. Vielleicht noch eins. Das wäre schön. Dies scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Ein beunruhigendes seismisches Ereignis wurde verzeichnet in der Gegend rund um die Tür des Todes. Wir wurden instruiert, alle Türen zu versiegeln und alle offenen Aufträge in der Region zu schließen. Viele Schnitter sind dort noch aktiv, aber diese Anordnung kommt von ganz oben und ich stelle sie lieber nicht in Frage. Trotzdem wüsste ich gern, was wohl aus den Krähen geworden ist, die dort noch draußen waren. Ja, alle gestorben, ne? Haben wir an den Skeletten gesehen. Ich hoffe, ich kann mich nicht selber damit treffen mit dem Teil. Das wäre nicht so cool. Warte mal, jetzt reden wir erstmal mit ihr. Vaga, du warst sehr umtriebig, was? Überall stehen Türen offen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du zwischendurch sogar beim Big Boss im Büro aufgetaucht bist. Ist ja ulkig. Hat sich wohl jemand an deiner Tür zu schaffen gemacht? wenn du schon so lachst, du kleiner Eumel. Gleich richtig, Junge. Gleich gibt's richtig.
Aber ich weiß, hier ist noch eine Tür offen, glaube ich. Öffnen. Nicht eine Tür offen, sondern wir können jetzt drüben was kaputt machen. Da, genau. Bam. Genau, und da sind jetzt nochmal 100. Und damit können wir die Stärke nochmal erhöhen. Dies scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Das kürzlich aufgetretene seismische Ereignis hat die höchste Führungsebene in Aufruhr versetzt. Wir wurden angewiesen, sämtliche Erwähnungen hiervon aus den Verzeichnungen zu streichen und alle aktiven Aufträge in der Region zu schließen. Mein Gewissen lässt mich nicht tatenlos zusehen, wie alle diese Schnitter weiterhin von der Kommission und ihren Familien abgeschnitten sind. Ich will versuchen, mich zu ihnen durchzuschlagen, um zu sehen, ob ich irgendwie helfen kann. Falls ich heil zurückkomme, werde ich beschreiben, was ich vorgefunden habe. Das ist der letzte Eintrag in diesem Journal. Ich glaube, der hat es nicht lebend zurückgeschafft. Ein Überwachungsgerät. Da hat wohl jemand die Kommission überwacht. Wir balgen uns schon um die letzte Reste. Es gibt nicht genügend Aufträge für alle und nur eine Handvoll Schnitter sind überhaupt noch im Dienst. Ich habe da was munkeln gehört. Es soll Krähen geben, die frei leben außerhalb der Kommission. Soll's geben. Oh, wie süß. Was ist denn das? Und warum starrt es mich so an? So fröhlich, so unbeschwert, so nervtötend. Ah, die sorgen bestimmt dafür, dass irgendwann hier alles nicht mehr schwarz-weiß ist. Diese ulkigen kleinen Waldgeister sind von nirgendwo hier aufgetaucht. Von nirgendwo hier? Das hat das Büro im ganz schönen Wirbel verursacht. Wegen dieser Plage musste ich haufenweise Dokumente erstellen. Das macht solchen Spaß. Ich glaube, dieses hier mag mich. So, dann erhöhen wir noch einmal die Stärke. 1500 bis zu der höchsten. Wie viel Schaden machen wir jetzt eigentlich? 1,5 mal Schaden. Ja, okay, gut. Schwungzeit. Ja, dauert am längsten, ne? Aber ist doch okay. Mag ich, wenn es was länger dauert. Haben wir hier oben vielleicht noch irgendwas, was wir aufmachen können? Nee, hier war nur die Fackel. Zweiter Tag. Ich dachte, hier rechts würde... Vielleicht, weil die Kamera so rauszoomt, vielleicht hier wird noch ein Boss kommen oder was weiß ich, aber nee, dem war nicht so. Pilzverlies? Ich glaube, das ist Pilzverlies gewesen. Ja. Gerade eben noch gegessen. Es war schmausig. Wir haben das erste Mal veganen Döner gegessen. Habe ich auch noch nicht. Aber, muss ich sagen, also man hat die Bohnen zwar geschmeckt, wo das Dönerfleisch draus war, aber es war interessant und war lecker, muss ich sagen. Diener mit Vergnügen. Vögelchen retten Diener. Diener für immer danken Vögelchen. Junge. Wenn mein Deutschlehrer den Reden hören könnte. So, wir kriegen danach kriegen wir noch eine Waffe, aber jetzt momentan haben wir auf jeden Fall schon mal... 4 Stück und eine Scherzwaffe. Der Regenschirm. Kompletter Quatsch. Keine Ahnung, sowas. So, Kollege meinte gestern, das ist nur im Spiel, um zu trollen. Ach, wo wollten wir denn jetzt als... Achso, guck mal. Kommt immer das Gleiche, wenn man da drauf drückt. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Lass uns mal ein bisschen nochmal durch die Ruinen gehen und gucken, ob wir vielleicht irgendwo poröse Wände finden, die wir dann aufsprengen können mit den Bomben. Next one. Ich glaube, wir hatten noch das Stärke-Update geholt. Dadurch sind die jetzt in 2 Schlägen down. Doch nicht in 2. Hä? Das gibt keinen Sinn. Kann man jetzt hier vielleicht auch die Türen aufmachen? Nee, leider nicht. Vielleicht können wir auch hier jetzt noch ganz andere Sachen. Jetzt können wir bestimmt ganz andere Sachen machen hier. Ganz andere Sachen. Und direkt mal einen Schaden. Besten direkt mal gehittet werden. Für die Frechheit. So, sind einfach keine Gegner für mich. Da war mein Schlüssel drauf. Hier sind 3 Gegner. Warum ist der jetzt nicht umgekippt? Ist das eine Damage Range, die man macht? Oder gibt es teilweise auch stärkere Gegner? Okay, ich bin einfach gleich tot. Ich sollte weniger quatschen. Aber dann wird es langweilig. Also sollte ich schon mehr quatschen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, warte, hier ist doch eine Heilpflanze. Wie kommt man da hoch? Würde ich sehr gerne wissen. Weil ich weiß, hier oben ist noch ein Schrein, an dem ich gerne beten will. Ah, hier unten auf die Mauer vielleicht. Kommen wir da jetzt schon hin?
können wir mal gucken, ob wir weiter rechts eventuell auf die Mauer kommen. Ob da irgendwo eine poröse Wand ist, die wir jetzt kaputt bekommen. Ah, guck mal, hier kommen wir her. Dass wir da irgendwo nach oben drauf kommen. Hier könnte es noch weitergehen. Hier wahrscheinlich auch. Nach oben, ne? Nee. Aber jetzt gerade noch nicht. Ach, guck mal an, aber da rechts komme ich dran. Hier vielleicht. Oder ist das jetzt nur eine Abkürzung? Nee, das sieht gut aus. Das sieht aus, als wenn ich das... Ah, guck mal. Leider komme ich nicht dahin, wo ich hin wollte, aber ich kann damit jetzt... Ich konnte jetzt zumindest 100 Seelen einheimsen. Wie kommt man da unten auf diese scheiß Mauer drauf? Was soll er? Dieser Weg hat früher in den Sumpf geführt, aber der Froschkönig hat ihn blockiert. Wenn du so stark wärst wie Mami, könntest du das bestimmt niederreißen. Ey, ich bin so stark wie deine Mami. Ich bin deine Mami. So, was sagt er jetzt? Ui, du bist ja stark, genau wie Mami. Ja, genau. Ich bin Papi. Bin mal gespannt, was der Froschkönig für eine traurige Geschichte hat. Die Oma aus dem ersten Level hat ja quasi nur versucht, durch ihre Machenschaften ihre Familie länger am Leben zu halten. Und der Froschkönig hat auch schon angedeutet, dass er das nur tut, weil die Raben oder die Krähen irgendwie dafür sorgen, dass das Leben nicht mehr so vielfältig ist. Wo kommen wir jetzt hin? Hier waren wir doch schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Hier durfte ich ja gestern so wunderbar durch Kanalpunkte ausgelöstes umgekehrt spielen betreiben. Da musste ich den Controller quasi so umdrehen und dann so spielen. Und das war scheiße, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Gar nicht mal so viel Spaß gemacht. War ich hier eigentlich schon? Oh, was? Hier war ich ja noch gar nicht. Oha. Hier wäre ich auch noch nicht weitergekommen. Weil ich die Bombe noch nicht hatte. Aber jetzt komme ich hier weiter. Hoffentlich komme ich da jetzt auf diese blöde Mauer. Ha, der Piepmatz gibt nicht so leicht auf, was? Achso, ich hatte da gestern so eine dunkle Stimme, ne? Weißt du, was da draußen war? Da draußen war ich nur ein winziges Fröschlein in einem großen Teich. Hier jedoch bilde ich die Spitze der Nahrungskette. Und am liebsten fresse ich all diese köstlichen verlorenen Seelen. Deine unfairen Absichten kannst du vergessen, Schnitter. Dafür sorgen schon meine Untertanen. Es gibt heute Krähenfrikassee. Und Wackelpudding zum Nachtisch, die Spezialität unseres Küchenchefs. Der meint das ernst. Dann, tschüss. Hä? Wollte gerade sagen, als wenn ich jetzt nicht treffen könnte. Ach, die Augen, wie die angeschwollen sind. Das sah witzig aus. Oh, das könnte wirklich sein, dass wir jetzt da hochkommen. Überflutete Festung. Ich glaube, hier geht's schon weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier schon hin sollten.